Ja, hallo, ich bin der Semtex Wookie und ich spiele immer noch das neue Borderland. Ich habe vorhin aus einer Mondsteinkiste, aus einer Mondsteinwaffenkiste, die Waffen gekauft für 40 Mondsteine. Die Gegner sind mittlerweile Level 15 und die Waffen sind einfach immer noch gut. Also es lohnt sich wirklich definitiv, Waffen aus den Mondsteinkisten zu holen. Zwar Unterstützung mit dem Wolf, aber das sind saustarke Waffen, also die sind nicht schlecht. Also ich werde auf jeden Fall des Weiteren später, wenn ich mal ein höheres Level habe und die Mondsteinkisten komme, die werde ich auf jeden Fall kaufen. Schaut es euch an, das lohnt sich auf jeden Fall. Und es sind Gegner 15 auf der Stufe und ich bin Level 15 zwar, aber die Waffen sind nur 12er. Und ja, die sind einfach saustark. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, des Weiteren, ich weiß nicht, ob sie das wirklich lohnen würde, jetzt hat die ganze Zeit die Mondsteine zu sammeln, wenn man sich eh nicht in der Stadt befindet, dass man von dem Crazy Earl so Erweiterung kaufen könnte. Wenn ich unterwegs bin und komme an so eine Kiste hin, dann tue ich halt die Kiste öffnen für die Mondsteine. Vorhin habe ich eine gehabt, die war leider ab 55 Mondsteine, so viel habe ich nicht gehabt. Ja, aber des Weiteren werde ich das weiter so handhaben. Also die Waffen, was da rauskommt, sind wirklich gut. Probiert es einfach mal aus. Das war's, gell? Wollte es euch nur kurz zeigen. Viel Spaß noch. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Borderlands. Ciao, euer Wookie.